So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Black White 1000. Ja, es beginnt die neue Rocket League Season. Wir werden jetzt mal gucken, was ich so für für Belohnungen aus letzter Season bekommen habe. Und falls der Battle Pass jetzt noch nicht da ist, mich hat das hier jetzt schon mal im Voraus auf. Und das andere kommt dann später. Also auch in diesem Video, aber mache ich dann später für euch. Es ist nur ein kleiner Clip. Okay, Bronzebanner. Bronzerahmen. Silber. Silber. Gold. Platin. Diamond. Ja. Aber ich würde sagen, der Battle Pass scheint noch nicht da zu sein. Competitive könnte man schon wieder spielen. Aber noch kein Battle Pass. Lama Rama Event startet am 26. Heute geht's free to play, was aber auch noch nicht passiert ist. Und Season 1 soll auch heute beginnen. Gut, das ist halt alles nur noch nicht da. Dann würde ich sagen, wir sehen uns später wieder, wenn der Battle Pass dann da ist. Dann gucken wir mal so rein, was es dazu gibt. Ja. Bis später. So, meine lieben Leute. Ich weiß nicht, wieso das da jetzt schon steht. Aber ich habe gerade mal einfach auf Shop geklickt. Und auf einmal erschien das. Ja, willkommen beim Rocket Battle Pass. Das ist dein Weg zu Level 70 Klassen voller Items, Belohnungen, schließe Herausforderungen ab und verdiene EP. Schalte einzigartige Items frei, indem du einfach nur spielst. Jede Klasse kann nach 70 seltene Lackierungen oder sogar Sondereditionen der gewählten Rocket Pass Items frei. Wie weit wirst du es schaffen? Okay. Das sieht ja schon mal nice aus. Vor allen Dingen der Wagen sieht einfach so geil aus. Ich feier den. Kann ich einfach. Ja, so. Okay. Okay, das gab es eigentlich schon als Torexplosion. Okay. Die Lackierung sieht ganz geil aus. Warte mal, was ist das? Alter, es gibt ungewöhnliche Drop-Items. Geil, Mann. Das ist so ähnlich wie denn die alten Dings hier. Die alten Kisten. Die sehen auch fancy aus. Es gibt so viele von diesen Kisten.
Ein Kaktus. Ein Hamster läuft da drinne. Nice. Cool. Einfach ein Hai. Das sieht auch nice aus. Nee, die gefällt mir jetzt nicht so. Also ich muss sagen, es gibt dieses Mal mega nice Lackierungen. Aber wirklich. Vor allem voll viele Lackierungen. Ja, und auf Level 70 dann das gelevelte Auto. Und dann kommen nur noch zufällige. Okay, nice, nice, nice. Aber warte mal, was sind das denn für Kisten? Sehr seltener Drop. Ab 65. Gut, ich gehe jetzt einmal raus, gehe da wieder rein. Also hier sind jetzt auch die ganzen Pakete drin. Ja, und da ist der Rocket Pass, man kann ihn jetzt holen. 1000 habe ich. Ja. Und damit würde ich sagen, habe ich den Rocket Pass. Ja, meine Leute, ihr könnt mal gerne reinschreiben, wie ihr den neuen Rocket Pass findet. Es hat jetzt so das erste Rocket League Pass Video von mir. Das gleiche habe ich ja auch immer zu Fortnite gemacht. Alle, die es noch nicht wissen, Rocket League ist ab heute free to play. Jeder kann es sich holen, ob PlayStation, Xbox One, Switch und Computer. Jeder kann sich das Spiel jetzt einfach downloaden auf den Plattformen. Dadurch ist halt, Rocket League wurde jetzt von Epic Games gekauft. Und die haben das Game jetzt einfach free to play gemacht. Finde ich sehr nice. Werden jetzt viele neue Spieler dazu kommen. Und es gibt halt den Pass weiterhin wie in Fortnite auch. Eigentlich mega nice. Es gibt neue Challenge-Systeme. Ich schätze mal, die werden so ähnlich sein wie bei Fortnite. Und es gibt halt jetzt auch Events, Aufgaben, da geht es am 26. dann jetzt auch schon los mit dem Lama Rama Event, was auch gleichzeitig in Fortnite stattfindet. Da kann man dann den Battle Bus als Auto freischalten in Rocket League. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr Rocket League Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like da und schreibt mal was in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal und ja, ciao, ciao.